Als die Bosse des FC Chelsea vor genau einem Jahr ihn hier zum Trainer machten, konnten sie wohl kaum ahnen, wie gut ihre Entscheidung sein würde. Am 26. Januar 2021 wird klar, Thomas Tuchel hat eine Mission. Ich bin bei einem Club, dessen DNA es ist, Titel zu gewinnen. Und ich bin hier, um jeden Titel, um den wir spielen, zu gewinnen. I'm here to challenge every trophy we play for in the competition. Nur 5 Monate später heißt es Mission accomplished. Es ist vor allem ein Bild aus 365 Tagen Thomas Tuchel in London, das im Kopf bleibt. 12 Monate, 12 Meilensteine. Nummer 1, das Debüt gegen die Wolverhampton Wanderers. Sein Vorgänger Frank Lampard hatte ihm die Blues auf Platz 9 übergeben. Das 0:0 einen Tag nach seinem Amtsantritt keinesfalls enttäuschend. Der dominante Tuchel-Stil im 3-4-2-1-System sofort zu erkennen. Der zweite Meilenstein, Tuchel 1, Klopp 0. Chelsea gewinnt an der Anfield Road mit 1:0 und bleibt damit im 10. Spiel unter Tuchel ungeschlagen. Diese Liga erlaubt es dir nicht, dass du auch nur 1% nachlässt. Wenn du Ergebnisse willst, wenn du weiterkommen willst, musst du dich immer wieder neu fokussieren und nichts anderes. Dann wird der Rest von alleine kommen. Die Spannung hochhalten, eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. 1,5 Wochen später wird Atletico Madrid im Achtelfinale 0:0 aus der Champions League geworfen. Tuchels These bestätigt sich dennoch wenig später. Seine erste Niederlage nach 15 Pflichtspielen, ein saftiges 2:5 gegen West Brom. Doch es sollte ein Ausrutscher bleiben. Der vierte Meilenstein, das Duell der Fußball-Superhirne gegen Pep Guardiola, entscheidet Tuchel für sich. Chelsea zieht nach dem 1:0 über Manchester City ins FA Cup-Finale ein. Meilenstein Nummer 5, die Machtdemonstration. Anfang Mai ziehen die in allen Belangen überlegenen Blues nach einem 2:0 über Real Madrid auch ins Endspiel der Königsklasse ein. Und langsam wird dem einen oder anderen dieser FC Chelsea unter diesem Thomas Tuchel unheimlich. In 3 Monaten hatte Tuchel aus dem 9. der Premier League einen Champions League-Finalisten gemacht. Und ganz nebenbei folgt 3 Tage später Sieg Nummer 2 gegen Pep und City. Jeder hat seinen letzten Tropfen gegeben. Diese Intensität, diese Arbeitsmoral ist das, was du brauchst. Du musst es fühlen, den starken Zusammenhalt, diese Erfahrung, diese großen Siege. Doch dann der Rückschlag. Das FA Cup-Finale gegen Leicester geht knapp verloren, trotz großer Dominanz. Die Erfahrung des verlorenen Endspiels münzen Tuchel und Chelsea in positive Energie um und in den größten Erfolg im europäischen Vereinsfußball. Tuchel gewinnt auch sein 3. Duell in 5 Monaten gegen Pep Guardiola und holt dank Kai Havertz goldenem Treffer mit dem FC Chelsea den Henkelpot. 9 Monate nach dem verlorenen Champions League-Finale mit PSG gegen die Bayern. Der 7. Meilenstein lässt den sonst so fokussiert rationalen Tuchel komplett durchdrehen. Die Saison 2021-22 beginnt nicht weniger verheißungsvoll. Chelsea holt 13 Punkte aus den ersten 5 Partien. Es wirkt, als wären die Blues unaufhaltsam. Weitere Statements, ein 4:0 gegen Juventus Turin in der Champions League und ein 7:0 gegen Norwich in der Liga. Vom 7. bis zum 14. Spieltag heißt der Tabellenführer der Premier League FC Chelsea. Doch das sollte nicht so bleiben. Im Winter holen die Londoner zwar immerhin einen Punkt gegen Klopps Reds, aber das 2:2 gegen den FC Liverpool markiert das 4. Remis im 5. Spiel. Chelseas Topform dahin. Und dann gibt's auch noch Stress abseits des Platzes. Neuzugang Romelu Lukaku flirtet öffentlich mit seiner alten Liebe Inter. Nebengeräusche, die Tuchel und die Blues gar nicht gebrauchen können. Doch der gebürtige Schwabe spricht mit dem Belgier. Das Problem schnell wieder beiseite geschafft. Der letzte Meilenstein, die Vollendung des ersten Tuchel-Jahres. Eine kleine Schwächephase reichte aus, um Tabellenführer Manchester City auf 10 Punkte enteilen zu lassen. Für den Premier League-Titel braucht es mal wieder eine außergewöhnliche Tuchel-Serie. Vielleicht trifft es sich da ja ganz gut, dass wir wieder Ende Januar haben.